Wenn Philosophieren bedeutet, sich von der Last des Körpers und des Lebens zu befreien, so sind die Todesvorstellungen, auf die man sich nicht vorbereiten kann, denn es gibt keinen denkbaren Tod. Wenn man glaubt, der Körper sei eine Last, dann freut man sich wie Sokrates von dieser Last des Körpers, befreit zu werden im Tode. Wenn der Körper hingegen alles ist, ohne den auch nichts anderes existieren kann und auf dem alles beruht, so ist dies eine mittlere Katastrophe, davon befreit zu werden, denn dann bleibt ja nichts und keine Seele. Nicht mal ein Nichts bleibt dann.